Nach dem Titel in der U18 letztes Jahr draußen, jetzt auch der Titel in der U20 über 1500 Meter. Lisa Hausdorf, herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank. Du hast gerade eben gesagt, du bist hergekommen mit dem Ziel, Medaille will ich, Gold muss nicht, jetzt ist Gold geworden. Was hast du denn heute für eine Taktik zurechtgelegt? Ja, ich habe gesagt, ich will nicht von Anfang an rennen, weil ich glaube, das haben viele von mir erwartet. Und deswegen wollte ich mich am Anfang ein bisschen zurückhalten, zwar vorne, aber trotzdem nicht ganz vorne einordnen. Und dann irgendwie, je nachdem, wie ich mich fühle, Endspurt ziehen. Und der hat dann schon diesmal ein bisschen früher angefangen. Als du ins Ziel kamst, ist dir deine Trainerin erstmal mit Tränen in den Augen, um den Hals gefallen. Wie viel supportet einen das denn, wenn man weiß, man hat solche Menschen im Rücken, die so in Tränen ausbrechen, wenn man dann gewinnt? Das ist super wichtig. Also vor allem meine Trainerin Beate Konrad, die unterstützt mich echt unglaublich. Und ohne die würde ich das sicher nicht schaffen. Also das bringt schon viel. Wie geht's jetzt noch weiter für dich? Läufst du nächste Woche nochmal in Leipzig oder ist jetzt erstmal Regeneration für den Sommer angesagt? Jetzt ist erstmal Regeneration angesagt. In Leipzig starte ich wahrscheinlich nicht. Genau, und dann geht's ins Trainingslager nach Südafrika und da freue ich mich auch schon mega drauf. Warst du schon mal in Südafrika? Noch nie, das wird mein erstes Trainingslager, so weit weg. Dann genießt das Land und ganz viel Glück für die nächste Saison. Vielen Dank.